fertig los. Willkommen zurück bei Let's Play Hell Yeah, die Rache des toten Kaninchens mit Paparazzi-Fotos, während er nackt in der Badewanne mit seiner Ente spielt. Genau, das ist der vollständige Titel, wirklich. Echt? Nein. Wo bin ich denn? Du bist in der Kanone. Du kannst einfach B drücken. B for Exit. Und jetzt kannst du ganz viel einsammeln. Jetzt sammle ich erstmal. Also. Nein. Nur weil ich dir die letzten Kristalle nicht. Ja. Oben. Mann, tut mir leid. Ja, die hättest du auch noch zerschießen. Doppelsprung kannst du machen, ne? Achso, Doppelsprung kann ich machen. Das aber nein, nein! Bitte nach links und oben. Da sind die ganz vielen Kristalle und Münzen. Und es ist so fiddelig. Ein Geraffel. So. Doppelsprung. So. Wo ist hin? Oben. Oben rechts oben, oder oben links? Oben links. Scheiß Kaninchen, Entschuldigung. So. Sprung. So. Und jetzt oben links. Genau. Da rein. Wieder rein, da geht's nicht rein. Na, oben geht's lang. Ja, aber da komme ich ja nicht hoch. Da kommst du nicht hoch? Doch, da komme ich hoch. So, Yeah, jetzt haben wir 3000. Das sieht ja schon mal gut aus. So, darf ich jetzt runter? Jetzt kannst du nach links, genau. Weil ich weiß ja gar nicht, wo es Geld gibt. Nach links? Nach links. Okay, wenn du das sagst. Ich hab doch den Geldmagnet im Kopf. Gut. Ja, hier lang? Ja. Nein! Siehst du, du hast sie tot gemacht, aber das ist gar nicht. Ja, und jetzt nach links einfach. Und dann? So. Und dann die Passage. Der Passage folgen, die ich jetzt freigebombt habe, weiter nach links. Aber da war doch Geld, denke ich. Wo? War hier nicht irgendwo noch Geld? Na gut. Du kannst ja mal rauszoomen. Ja, das sieht man ja nicht. Wo sieht man das? Egal, ich gehe nach links. Wie ist denn das nochmal? Genau. Ja, aber. Am höchsten Punkt. Am höchsten Punkt den Doppelsprung und dann den Wandsprungcut. Aber ich will doch erstmal nach da. So, pass auf. Okay, ich pass auf. Aha, interessant. Hallo, du läufst da. Blödes. Nein, Kaninchen. So, also. Aha. Wieso macht der nicht was? Ich will. Ich glaube, er denkt, dass du das willst. Der kommt eigentlich hoch. Blöder Hase. Der kommt immer nur so hoch. Also wenn du gleich an die Wand gehst, macht der Data halt den Doppelsprung. Du musst am höchsten Punkt erst an die Wand gehen. Wie am höchsten Punkt an die Wand? Na, wenn du einen Doppelsprung machst, hast du ja irgendwann einen Hochpunkt, genau. Und der muss die Wand treffen, nicht vorher. Mach nur die Kiste. Die soll da mal stehen bleiben. So. Also am höchsten Punkt die Wand treffen. Genau. Sprung, Doppelsprung, Wand. Ja, das hab ich ja jetzt, oder? Naja, du warst schon wieder beim Runtergehen. Nicht. Der Hase gibt mir recht. Oh no. Der kann nicht höher. Und außerdem verschickt er die Kiste. Aber wie komme ich denn jetzt hier hoch? Naja, so wie du es schon machst, bloß. Ja, der kann aber nicht höher. Soll ich's mal probieren? Ja, mach du das mal. Das, also, will ich jetzt sehen. Wenn das jetzt bei auf Anhieb klappt, dann ist es schon ein bisschen peinlich für mich, ja. Mann, no. Aber da, ich wollte ja eigentlich in das andere Loch da. Ja, das kriegen wir auch hin. Siehst du? Ah. Siehst du? Ja, siehst du. Ja, okay. Darfst du jetzt immer spielen? Nein. Du bist jetzt wieder dran. Ich fahre jetzt runter extra für dich. Oh, guck mal, mach nochmal Pause. Ja? Die Pfeile sind schön eingefärbt. Super. Das wolltest du nur mal gesagt. Super. Nicht wieder runterfallen, sonst darfst du hochgehen. Nee. Ich trau mich nicht. Doppelsprung. Da oben ist noch Kristall angemusst. Ja, ich weiß. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Doppelsprung. Ja, aber da ist so ein Viech. Ja, daran vorbei. Süßer geht doch. Das ist aufregend. Und jetzt nicht runterfallen. Ich hab noch mal ein bisschen Spannung reingebracht.
Lach ruhig. Okay. Siehste? Sehr gut gemacht. Kein Aufwandsprung. Ach, das ist ein Gegner? Nee. Das sah aber so aus. Ich brauche mal eine Blutdusche. Ist hier irgendwo eine? Ja. Gut, da gehe ich erstmal dahin. Hey, was ist das? Manu! Bam, bam, bam! So, jetzt gehe ich auf den Gegner, der ein was auch immer darstellen soll. Ich glaube, das ist eine Sprungpassage. Aber du kannst oben lang und kriegst, glaube ich, deine Waffe wieder. Nee, war das nicht der Eingang? Gucken wir doch einfach fix mal. Doppelsprung. Einfach Doppelsprung hoch. Achso. Nee, aber guck mal, jetzt gehe ich ja wieder hier durch. Oh, hier ist ganz viel Geld. Achso. Also wenn ich jetzt wieder hier durchgehe, dann ist es wieder weg. Ja. Also es ist. Ja. Ich habe gedacht, da kann man den Geld hoch an. Vielleicht will man das nochmal durchspielen später. Ja. Ich sag, das ist eine Sprungpassage, die sieht schon wieder so fies aus. Wenn es dauernd nach links und rechts geht. Woran siehst du denn? Na, mach mal nochmal Pause. Ja. Du siehst ja, dass dieser Gang immer so hin und her zackt. Also du musst einmal nach links, einmal nach rechts. Und da unten ein U-Boot ist, geht entweder das Wasser gleich hoch oder irgendwas anderes fieses verfolgt dich. Unten ist ein U-Boot? Ja, das war doch das direkt das da. Oh Gott. Das muss unter Wasser. Was soll ich machen? Also der Tintenfisch will mit ihm den Platz tauschen, weil er für seine Frau die Eier hüten muss. Na, jetzt kannst du ans Rad gehen. Ach, ist doch kein Böser. Ich dachte, das wäre was Böses. Ah. Ach so, das ist ein Labyrinth. Ich höre den Weg merken. Ich sammle erstmal Geld. Genau, das kann nicht verkehrt sein. Ich glaube, diesmal kannst du auch dem Geld folgen. Naja, aber... Ja. Also, das Geld, das dem Weg ist. Das ist ja wie bei Hänsel und Gretel. Nur, dass ich ein toter Hase bin und unter Wasser und ich folge dem Geld und nicht dem Brot. Ja, ich sehe die Verbindung zu Hänsel und Gretel. Soll ich nur durchkommen hier? Nee. Genau so. Oh, aufregend. Sowas mag ich. Nicht so schießen und tot machen, sondern mit nachdenken. Hm. Die Frage ist aber jetzt, wie kriegst du den da tot? Kannst du schießen? Nee, aber hier oben sind doch Kisten. Ja, aber die kannst du doch nicht ausschießen. Schießen kann ich nicht. Wie, soll ich jetzt aussteigen? Ich steig nicht nee, aus. Aber kannst du irgendwie... Also alles außer B drücken? Die Schultertasten? Also die RB? Hm. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie du den Tod kriegst. Vielleicht einfach mal auf ihn rauf? Nee, das ist glaube ich ganz schlecht, da fliegt irgendwas um ihn rum. Vielleicht mache ich die Kiste hier mal? Ich steig doch nicht aus. Nee, glaube ich auch nicht. Hm. Sonst hätte ich ja gesagt, einfach von da anschieben. Wie von da anschieben? Na, von rechts anschieben, dass der nach links fällt. Oh, hier sind mehr Kisten. Aber die können wir auch nicht, oder? Hm. Muss ich einfach mal schieben? Die kann ich schieben. Okay. Ah. Ah, siehst du ein Muster? Ich habe eine Vermutung. Hast du eine Vermutung? Erzähl. Also die kannst du erstmal nach rechts schieben, dass hier irgendwo ein Stöpsel ist und du den Stöpsel dann rausziehst und das Wasser abgelassen wird. Das ist ja gemein. Dann stirbt er ja. Nee, er überlebt, aber dann kommen wir in unsere Hasenform hin. Und wo soll der Stöpsel sein? Nee, ich vermute nur, such doch einfach. Also es ist jetzt nur eine irgendwie Vermutung, ich habe auch keine. Eine irgendwie Vermutung. Ja. Aber du magst ja das, dann hast du... Nee, jetzt mag ich es nicht mehr. Das ist mir zu aufregend. So. Die Musik ist sehr entspannt. Das Schöne ist, man kann die... okay, doch. Die Kiste kannst du nur in eine Richtung schieben. Verstehe. Sehr gemein. Die obere Kiste jetzt von rechts. Achso.
also war die Kiste da drüber nur eine Falle. Die konntest du gar nicht benutzen. Du musst halt eine Kiste von ganz oben nehmen. Dann immer so rumschieben. Mhm. Ach, schade. Mit dem Wasserablassen hätte mir viel besser gefallen. Aber was soll ich jetzt? Also, was habe ich jetzt davon, dass ich die Kiste hier rumschiebe? Na, die schiebst du auf die auf den Tintenfisch runter. Mal gucken. Mal gucken. So. Das dauert und dauert. This one. Sehr schön. Und? Oh, da ist ganz viel Geld unten. Das hole ich mir jetzt. Wenn es geht. Nein, ich will hier raus. Also ich meine, ich will noch weiter. Verdammt! Nein. Nee, der sagt jetzt nur, die Tür ist offen. Nein, ist nicht. Bossraum. Ach du Scheiße. Und bin ich. Oh, das muss ich auch noch machen. Nein, vielleicht auch nicht. Wer weiß, wie lange ich brauche, um da. Oh, ich wollte noch den. Na, nimm doch. Geh doch ran und nix. Also an das Rad ran. Da. Gut. Ich wollte schon sagen. Und du musst nicht mal wieder von Anfang an. Mhm. Yeah, Kohle! Wir haben jetzt 4000 und jetzt haben wir. Oh. Noch mehr. Okay, gut. Dann versuche ich mal den Weg zum Boss zu finden. Und du kannst ihn auch machen, also gar kein Problem. Na ja, doch, lass dich das machen. Ja, also wenn du so hoch gehst, dann ist. So. War doch gar nicht so schlecht. Ja. Ich brauche halt. Doppelsprung einfach hoch. Ja, stimmt. Ich kann das. So. Na, hoch. Doppelsprung. Achso, das hatte ich ja schon. Das dauert so lange. Ja. Muss ich hin? Bluetooth und dann. Da bist du ja schon. Yay! Mist. Ach, da geht's unten noch zum. Nee, aber die ist noch nicht auf. Also da fehlen noch. Was? Okay. Ein paar. Ein bisschen fehlt dann noch. Oh, dann viel Spaß. Ich will dann nicht mal. Random not use. Oh. Sparking Electric Monsters. So, ich finde raus, wie es geht und du machst es dann. Ach, den schaffst du beim ersten Mal, ich meine. Ich sehe nichts. So. Und du hast keine Waffen, das finde ich noch viel lustiger. Oh, der sieht böse aus. The Rock. Mhm. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. So. Doch, du bist nackt. Oh, er sammelt alle. Er ist ein Fan von uns. Mhm, mhm. Oh, springt er auf mich auf? Nee, noch nicht. Jetzt tut das vielleicht. Ich fahr mal hier mit. Und dann kannst du runter, rechts. Was macht denn der? Und was mach ich? Die Aufnahme war gerade kurz unterbrochen. Ein kleines Sekündchen, weil die Festplatte voll war. Also nicht wundern. Aber ich glaube, wir könnten eigentlich, nachdem wir das Problem jetzt relativ schnell behoben haben, auch gleich die Folge abbrechen, da ihr schon genug geguckt habt. Ja. Weil dann will ich auch mal einen Bosskampf machen. Okay, gut. Dann lasse ich einfach das Bild so oder soll ich noch irgendwas machen? Nee, passt schon. Also, oder ich gehe mal in den... Nee, passt schon. Soll ich so lassen, ja? Ja. Okay, aber Nestor erzählt gerade was. Ich mache nochmal weiter. Blablabla, Numerus, Jun, gucke, der erzählt jetzt nämlich noch, wie es geht. Und dann weißt du es nicht mehr in ein paar Wochen, wenn du es weiter spielen musst. Ja, ich kann es auch gerade nicht lesen, weil du es so schnell weitergemacht hast. Na, guck mal, wir haben unser Ding wieder. Und eine Bazooka. Bazooka, okay, und das Ding wird und ich mach mal auf. So. Perfekt. Sehr gut. Dann gut. Sehen wir uns in Folge 9 wieder. Sicher? Ja. Okay. Macht's gut. Tschüss.